Wir arbeiten in der Natur hier, es ist jedes Jahr ein bisschen anders. In den letzten Jahren mit der extremen Trockenheit haben wir das Thema eh so gut wie nie gehabt. Heuer war es im Frühling noch trocken, das ist die Zeit, wo die Erdäpfelpflanzen sich überlegt, wie viele Kinder werde ich her durchbringen. Und da war es trocken, da hat die Pflanze entschieden, wir setzen nur wenig Knollen an, weil es wird wahrscheinlich ein hartes Jahr. Dann ist ab Juni der Niederschlag gekommen. Wir haben uns natürlich darüber gefreut zunächst in der Landwirtschaft, hat aber den Effekt, dass diese wenigen Knollenansätze jetzt diese großen Knollen natürlich verursacht haben, wenn dann der Niederschlag kommt. Der Punkt ist, dass wir wissen, dass wir solche Knollen nicht vermarkten können werden oder nur sehr schwer vermarkten können werden. Da ist ein ganz kleines Segment, Ofenkartoffeln wäre sowas, aber es ist ein Nischenprodukt letztendlich. Und jetzt ist der Handel sehr rasch schon dazu übergegangen, den Preis zu splitten. Also für kleinere, mittelfallende Ware gibt es ein bisschen mehr pro Kilo als für sehr große. Das soll die Landwirte eben dazu bewegen, darauf zu reagieren und entsprechend, wie man hier auf dem Feld ja im Hintergrund sieht, sogenannte Reifeförderung zu machen. Also sprich, frühzeitig das Kraut zu minimieren, wegzunehmen, um eben auch gleichzeitig damit das Wachstum einzustellen. In den letzten Jahren hat sich speziell im konventionellen Ackerbau eine chemische Strategie herausentwickelt, wo man praktisch den Bestand dann mit einem entsprechenden Herbizid abtötet und damit das Krautwachstum einschränkt und die Knollen, das Knollenwachstum damit limitiert. Und das führt auch dann dazu, dass die Knollen innerhalb von circa 2 bis 3 Wochen schalenfest und damit auch erntefähig werden. Die Problematik der Krautregulierung stellt natürlich die landwirtschaftliche Praxis vor entsprechende Herausforderungen. Wir in der landwirtschaftlichen Fachschule Hollabrunn versuchen daher auch gewisse Antworten auf diese Problematik zu finden und Strategien zu entwickeln, wie man Krautregulierung in der Praxis durchführen kann. Das kann zum einen eine chemische Krautregulierung sein. Man sieht im Hintergrund verschiedene Parzellen, wo wir verschiedene Substanzen abtesten. Wir machen das bei verschiedenen Kartoffelsorten, weil es natürlich notwendig ist, das gesamte Spektrum an Kartoffelsorten abzudecken. Jede Sorte hat eine andere Vegetationsdauer und damit auch einen anderen Anspruch an die Reifesituation. Ja. Die Erdäpfeln wären jetzt eigentlich von ihrer Wachstumsphase so, dass das Kraut, wie man hier sieht in dieser Parzelle, eigentlich noch schön grün wäre und die Pflanzen durchaus noch weiter wachsen würden und könnten. Und das würde natürlich bedeuten, dass auch die Knollen noch in Größe zulegen würden. Eigentlich sind die Erdäpfelpflanzen von ihrer physiologischen Entwicklung noch nicht so weit, dass sie erntefähig sind. Das heißt, wenn man den Bestand auswachsen lassen würde, würde das noch einige Zeit dauern. Und es würde aber auch bedeuten, dass die Kartoffeldämme noch längere Zeit mit dem Erdäpfelkraut bedeckt sind, was ja auch hinsichtlich des Bodenschutzes und hinsichtlich der Abdeckung des Bodens durchaus Vorteile hätte. Wenn man hingegen auf chemische Krautabtötung setzt, dann bedeutet das, dass innerhalb relativ kurzer Zeit das Kraut abstirbt und damit wir relativ rasch einen unbedeckten Boden bekommen und die Kartoffeldämme zum Vorschein treten mit all den Konsequenzen, die man damit auch im negativen Sinne hervorrufen wird. In der Landwirtschaftlichen Fachschule Hollabrunn wird daher auch nach alternativen Möglichkeiten der Krautreduktion gesucht. Wir sind hier in einer Parzelle, die mechanisch behandelt wurde. Das heißt, wir sind mit einem Krautschläger über den Erdäpfelbestand gefahren und haben das Kraut oberflächlich abgehäckselt. Der Nachteil bei dieser Variante ist, dass wir mit den Arbeitsbreiten beschränkt sind. Das heißt, die Geräte arbeiten in der Regel auf 3 Meter Arbeitsbreite. Das bedeutet dann entsprechend viele Überfahrten bei den Feldern. Das bedeutet auch, dass man einen relativ hohen Spuranteil hat, was wiederum dazu führen kann, dass man die Kartoffeldämme etwas beschädigt. Das heißt, das kann sein, dass damit die Erde
von den Dämmen etwas abgezogen wird und damit Licht in die Dämme eindringen kann, was wiederum zum unerwünschten Ergrünen der Kartoffelknollen führen kann. Außerdem kann es sein, dass durch das Abschlägeln, man sieht es hier, die Pflanzen, die Stängel werden eher so ausgefranst, dass es dazu kommen kann, dass hier Infektionen von verschiedenen Krankheiten stattfinden können, was im Hinblick auf die Pflanzengesundheit natürlich ebenfalls nicht erwünscht ist. Generell ist es wiederum eine Maßnahme, die entsprechend Energie erfordert, die entsprechend Zeit kostet und damit generell für den Landwirten auch ein erheblicher Kostenfaktor ist. Neben den mechanischen Möglichkeiten der Krautregulierung, zum Beispiel über Schlägeln, würde sich auch ein thermisches Verfahren anbieten, wo man mit speziellen Abflammgeräten das Kartoffelkraut zum Absterben bringen kann. In diesem Fall sind wir hier in einer Variante, wo zuerst das Kartoffelkraut oberflächlich abgeschlägelt wurde und in einem zweiten Arbeitsgang mit einem Abflammgerät zusätzlich die Stängel behandelt worden. Man sieht das hier, die Enden der Stängel sind ziemlich verbrannt. Das heißt, das führt dann natürlich dazu, dass die Stängel entsprechend in ihrem Wachstum limitiert sind. Man könnte dieses Abflammgerät auch direkt in grüne Kartoffelbestände einsetzen. Ist natürlich mit einem entsprechenden Aufwand verbunden. Man muss an die Überfahrtskosten denken. Es sind hier mit diesem Abflammgerät zwei Reihen gemacht worden. Das heißt, entsprechend viele Überfahrten notwendig. Und nicht zu unterschätzen sind die Energiekosten für das Gas, das man für dieses Abflammgerät braucht. Hier in Hollerbrunn werden diese unterschiedlichen Regulierungsmaßnahmen auch an verschiedenen Kartoffelsorten getestet. Zusammenfassend lässt sich aus diesen Versuchen folgendes Resümee ziehen. Was wir bereits gesehen haben, dass die Sorten teilweise sehr unterschiedlich auf die verschiedenen Maßnahmen reagieren. Es macht zum Beispiel einen gravierenden Unterschied, ob es sich um eine eher frühreifende Sorte oder um eine spätreifende Verarbeitungssorte handelt. Die frühreifenden Sorten haben in der Regel nicht dieses üppige Krautwachstum wie spätere Verarbeitungssorten. Das heißt, bei den früheren Sorten greifen die einzelnen Maßnahmen viel besser. Das heißt, das Kraut stirbt sicherer ab. Was wir auch herausgelesen haben aus den bisherigen Versuchsanstellungen ist, dass die chemische Standardvariante, die bis jetzt in der Praxis üblich war, eine sehr effiziente Maßnahme ist. Die Alternativen, die wir abtesten, speziell die mechanischen Alternativen, wirken durchaus sehr gut. Das heißt, das Stängelabschlagen über Mulchgeräte funktioniert durchaus, auch die Kombinationsvarianten mechanisch und chemisch. Aber man muss ganz klar dazu sagen, dass hier der Energieaufwand durchaus beträchtlich ist.